Willkommen bei einer weiteren kleinen Runde Titan Quest. Wir sind hier wieder in einer Höhle, wo vermutlich diese magischen Waffen auf uns warten werden, beziehungsweise die Anwender auch. Das ist einer, Jog der Knochenrassler. Oh oh, oh oh. Ach du Scheiße, hallo? Helft mir, helft mir! So, das war sehr heldenhaft auf jeden Fall. Ich dachte, der lässt jetzt eine komische Waffe fallen, aber... Dein Gepäck ist voll. Was? Noch mehr kannst du nicht halten. Du hast keinen Platz mehr. Guten Tag. Habe ich gar nicht geguckt, was der Helm hatte. Moch. Die Rüstung war eh Moch. Vielen Dank. Gut, meine Freunde. Zurück in die Höhle. So, war's das jetzt? Ah ne, es geht noch weiter runter. Mal gucken, ob das wieder so eine, die typischen drei Waffen sind. Magisch, Fernkampf und Nahkampf. Dann hätten wir die magische schon hinter uns. Da scheint es wieder einen Ausgang zu geben, ne? Tor der Schädelknacker. Okay, so viel zum Thema. Wir haben das Magische schon hinter uns, aber er macht... Oh, fuck. Oh, shit. Harpune des Donners. Die würde ich mir jetzt aber gerne mal angucken. Naja. Dann gehen wir mal raus. Geht's hier um die Ecke? Nee, ne? Oh oh. Was ist denn das? Hoher Kriegsherr der Neandertaler. Der sieht ja aus wie so ein Wikinger. Oh oh, oh oh. Ich bin weg. Shit, shit. Ich bin weg. Ich bin weg. Alter. Wow. Der hat uns richtig schnell weggesäbelt. Das war nicht von schlechten Eltern. Eieiei. Jetzt müssen wir wieder so weit hoch hin.
Das Doofe ist, bis wir jetzt wieder da sind, hat er sich wieder voll erholt. Wir haben eigentlich nur eine Chance, wenn wir diese Gehilfen von dem schon vorher ausschalten, sodass wir nicht mehr gefangen sind. Oder wieder gestoppt werden können. Und dann müssen wir weglaufen. Hilft alles nichts. Jetzt, oh, das ist auch so nervig, dass der immer so dämlich kleben bleibt an der Wand hier. Echt gespannt, ob wir das dieses Mal packen. Ich glaube nämlich fast nicht dran. Und ich merke mir jetzt mal, wie viel XP wir dadurch verlieren. Wir haben 414.000 bis zur nächsten Stufe. Mal gucken, wie viel es nach dem weiteren Tod sind. Oh, Scheiße. Gut, nur noch ein Gegner. Und solange der mich verfolgt, kann unser Freund den ein bisschen bekämpfen. Das finde ich gar nicht mal so übel. Ein Viertel ist er runter. Das ist zwar jetzt voll feige, aber... Scheiße! Ich muss weg, ich muss weg! Hau den auf die Oma! Yeah! Voll der epische Kampf! Dein Gepäck ist voll. Beamen! Ja? Nö, nö, nö. Oh, was? 62 bis 82? Was ist denn da los? Ah, gut, die müssen wir jetzt nehmen. Wir haben jetzt zum Glück noch ein paar Sachen. Lebensentzug. Durchschlagschaden. Komm, nehmen wir die. Nein, nein, ah, oh, jedes Mal das Gleiche. Komm bald wieder. Ruf damit. So viel zum Thema, wir werden lange keine bessere Waffe mehr finden. Gold, 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 Gold. Jetzt geht er rein, Mann. Mal gucken, ob der Riesen-Yeti auch so ein harter Brocken wird.
So, kriegen wir die Belohnung eigentlich von dem Dorftypen oder von dem hier? Oder ist die Quest schon abgeschlossen? Ich weiß es gar nicht. Du hast sie aufgehalten. Ich hatte gedacht, dass die Neandertaler mit den Waffen unserer Geister zu mächtig wären. Ich hatte gedacht, wir seien verloren. Ah, das war alles meine Schuld. Jo, war's. Wie aktuell... Oh, wo müssen wir jetzt denn wieder hin? Sprechen Sie im Dorf, okay. Das können wir machen, wenn wir mal wieder was verkaufen. Jetzt brauchen wir das noch nicht gleich tun. Wir haben wieder eine Höhle dort. Und Yetis und entscheidende Erfahrung. Sehr schön. Rot aber langsam zu. Ach, die Höhle gehört sogar mit zum Hauptweg, glaube ich. Rennen wir erstmal rein und dann können wir immer noch mit dem Typen da vorne quatschen. Ich will nämlich die Erfahrungspunkte erstmal haben, die ich gerne mit Gegnern befüllen würde. Andersrum. Ich hätte sie gerne durch Gegner. Ach, wieso? Ah ja, der Erfahrungsbonus ist jetzt eh weg. Dann können wir auch wieder nur aufsammeln. Und dann gehen wir erstmal nochmal vor die Tür. Über die Berge bist du gekommen. Und nun gehst du in die Höhlen aus Eis. Es ist der einzige Weg. Und danach... Ach, du wirst es selbst sehen. Hat sich ja voll gelohnt, mit dem zu talken. Dämonenblut hatten wir auch lange nicht mehr. Kriegen wir da jetzt endlich mal so ein Ding zusammen? Wo ist denn das? Drei. Und so wie es eben aussah, dürfen wir gleich wieder beamen, weil unser Gepäck schon wieder ziemlich voll ist. Du hast keinen Platz mehr, kannst du nicht tragen. Beamen! Und eine Folgenpause, Spitze, bedanke mich. Bis dann. Wie geht's?